Wenn Sie jetzt zufällig einen Rechner zur Hand haben, dann wird das wirklich eine interaktive Blitzeinführung, aber der Rechner wäre dafür vonnöten. So heißt ja die schöne Überschrift, und zwar in NLP. Das ist nicht neurolinguistische Programmierung, sondern Natural Language Processing. Und wenn Sie heute über den ganzen Tag mit dabei waren, dann haben Sie Simon Klug schon erlebt, weil der unglaublich kluge Fragen über den Tag gestellt hat. Er hat vor 4 Tagen seinen Master abgegeben, also er wartet jetzt aufs Ergebnis und so weiter, ist aber sehr zukunftsfroh. Insofern ein total frisch gebackener Master vom Karlsruher Institut für Technologie mit einer absoluten Passion für KI-Bildung. Und warum das total gut ist, dass er die hat, das erfahren wir jetzt. Simon. Ja, vielen Dank für die Einführung. Herzlich willkommen zu NLP, eine interaktive Blitzeinführung, wie hier steht. Ich habe mich mit einem technischen Thema hier heute in diesem doch sehr bildungslastigen KI Campus Stage reingeschmuggelt. Ich bin nämlich sowas, was man heutzutage modern Data Scientist nennt. Das heißt, ich beschäftige mich beruflich damit, wie man aus Daten irgendwas Wissensmäßiges herausmachen will. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, einen kompletten Studiengang bzw. 12 Wochen KI Campus Kurs, den es auch gibt, in sagen wir 15 bis 20 Minuten mit Ihnen durchzugehen und das Ganze auch noch interaktiv machen. Keine leichte Aufgabe. Wenn Sie mitmachen wollen, gehen Sie einfach hier auf diese Webseite, die, glaube ich, relativ selbsterklärend ist. Klicken Sie auf Open in Colab oder Open in My Binder und dann sind Sie live mit dabei. Ich möchte Sie entführen in ein Schwimmbad. Wir machen nämlich einen technischen Deep Dive. Und wir gehen jetzt langsam hoch und wir beginnen, sage ich mal so, auf dem 3-Meter-Sprungbrett. Nämlich der Frage, was ist NLP eigentlich? NLP, wie wir gerade schon gehört haben, steht für Natural Language Processing. Es geht also darum, wie Computer Sprache verstehen können. Was ist Sprache? Naja, auf der einen Seite das, was ich jetzt gerade mit Ihnen hier spreche, auf der anderen Seite natürlich aber auch, was auf diesen Folien zum Beispiel steht, oder aber auch Programmiersprachen. Natural Language von Natural Language Processing beinhaltet alle diese Sprachen. Und wir gehen einen Schritt weiter nach oben. Was kann denn NLP eigentlich? Wir sind jetzt so, sage ich mal, auf dem 5er-Sprungbrett. Es wird langsam schon hoch. Für die, die Höhenangst haben, noch nicht aussteigen, bitte. Ganz viel. Ich habe ein paar Themen mitgebracht, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Wir können zwischen Sprachen übersetzen. Das ist sicherlich das, was jeder von uns schon mal gehört hat. Also wir geben auf Google Translate einen deutschen Satz ein und bekommen einen englischen, spanischen, arabischen oder was auch immer. Auf der anderen Seite können wir aber auch Texte inzwischen zusammenfassen mit NLP. Wir können Fragen zu Texten oder zum Beispiel sogar zu Tabellen beantworten. Ich gebe also eine natürliche Frage ein. Was ist der Jahresabschluss prozentual gesehen von XY im Vergleich zu XY und bekommen dazu eine Antwort. Aber dann auch so Sachen wie Texte schreiben, ehrlich gesagt tendenziell eher so dadaistisch angehauchte Texte, aber auch gesprochene Sprache verstehen und erkennen. Ganz kurzer Exkurs, ein Thema, was super aktuell ist, was ich auch zum Beispiel in meiner Masterarbeit gehabt habe, ist das Thema, wie übersetze ich von natürlicher Sprache zu Programmiersprache? Wenn Coder unter Ihnen sind, die mit Python gearbeitet haben, dann sollten Sie sich wirklich den GitHub Copilot mal angucken. Das ist ein System, was eine natürliche Dokumentation nimmt, in dem Fall in Englisch, wo es darum geht, Ausgaben von Firmen zu übersetzen in eine sinnvoll formatierte Liste und ich gebe eigentlich nur diese natürliche Beschreibung ein und bekomme funktionierenden Programmcode raus. Stellen Sie sich das mal vor, wir können quasi Programmierer komplett ersetzen, wir haben nur noch Leute, die Dokumentation schreiben und dann wird Programmcode da für uns generiert. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass NLP auf dem Niveau eines 5-Jährigen ist, dann sind Sie nicht überrascht, aber es ist ja interaktiv, deswegen habe ich eine kleine Textaufgabe für Sie mitgebracht. 4., 5. Klasse, würde ich sagen. Und ich würde einfach mal gerne die Antwort auf diese Frage wissen. Sie sind ja alle mathematisch begabt und hatten auch die 5. Klasse. Gibt es jemand, der mir hier im Publikum oder auch daheim, Sie dürfen es gerne in den Chat schreiben, sofort die Antwort sagen kann? Ich sehe 10, genau. Jetzt haben wir unserem neuronalen Netz, unserem NLP-Algorithmus auch das beigebracht, aber es kann nicht nur die Antwort 10 sagen, sondern es kann auch sagen, wie ist es denn zur Antwort gekommen? Das heißt, genauso wie der 4. Cluster gibt es eine vollständige Beschreibung von diesem Text, wie es zur Antwort gekommen ist, wieder. Sehr aktuelles Projekt ist gerade letzte Woche veröffentlicht worden und zeigt, auf welchem Niveau wir gerade sind. Jetzt sind wir oben am 10-Meter-Turm angekommen und beginnen herunterzuspringen.
Keine Angst, auch hier möchte ich Sie an die Hand nehmen. Wir springen einfach gemeinsam. Ich hoffe, das ist okay. Wie funktioniert das Ganze? Beispiel, ich möchte von Deutsch in Englisch übersetzen. Habe einen wunderbaren Satz. Ich mag dich. Ich finde dich toll. Jetzt nutzen wir diesen Satz, werfen die in unseren mathematischen Trichter, der den Satz in Mathematik encodiert. Wir nennen das Ganze den Encoder. Da fallen dann Zahlen raus, genauer gesagt roundabout 750 Zahlen, die diesen Satz darstellen mathematisch. Und aus dieser Darstellung gehen wir dann zurück in eine andere Sprache. Das heißt, wir dekodieren die Mathematik und gehen zurück in dem Fall in Englisch. Wir kommen zum englischen Satz I like you. Wie kommen wir jetzt zu Encoder und Decoder? Wie transportieren wir Sprache in Mathematik und wieder zurück? Stichwort Machine Learning. Das sollten Sie sich wirklich im Gedächtnis behalten, denn das ist die Grundlage von allem, wo wir über KI reden. Machine Learning hat zum Grundsatz was relativ Simples. Wir haben unendlich viele Beispiele, ganz, ganz viele Beispiele. Wir haben teilweise Hunderttausende von Beispielen. Werfen das Ganze in ein neuronales Netz und können daraus ein Sprachverständnis aufbauen. Sprachverständnis, vielleicht können Sie mich jetzt da schon nicht mehr verstehen. Es geht letztendlich um den Kontext. Wenn wir Menschen Sprache verstehen wollen, machen wir das folgendermaßen. Wir gucken uns an, das aktuelle Wort, was gesagt wurde, und schauen zurück, auf was bezieht sich das, was ist der Kontext des Ganzen. Da gibt es das Paper, was die Welt verändert hat in dem Thema, das nennt sich Aufmerksamkeit ist alles, was ich brauche, und es beschreibt den sogenannten Attention-Mechanismus. Wenn wir aktuell als Brillenträger in Räume reinkommen, haben wir ein ganz blödes Problem, nämlich unsere Brille beginnt zu beschlagen, wir sind fokussiert auf einen Punkt, ist total ätzend, aber genau das macht es sich zunutze. Wir sehen nur uns bestimmte Teile des Satzes und bauen daraus ein Kontextverständnis für diese Sprache auf. Und diese Art von neuronalen Netzen nennt man Transformer-Netze. Genauso wie in dem Film, wo alles explodiert, Roboter zu Autos werden und wieder zurück. Und ich habe hier auf der rechten Seite Ihnen dargestellt, wie dieses Kontextverständnis tatsächlich in diesem neuronalen Netz transportiert bzw. aufgezeichnet ist. Das Wort du steht in Relation mit ganz vielen anderen Worten, zum Beispiel mit dem Wort schön oder mit dem Wort dich, das genauso wie wir Sprache verstehen ist. Dich bezieht sich auf du, schön bezieht sich auf du. Genau so bildet das diese Transformer-Netze ab. Jetzt habe ich vorhin gesagt, wir brauchen unglaublich viele Trainingsdaten und genau das machen wir. Wir benutzen die komplette Wikipedia, die wir haben. Wir benutzen Zehntausende von Büchern. Wir benutzen alle News Articles, also alle Artikel in Zeitungen und trainieren damit ein Netzwerk. Dieses Netzwerk hat den Namen oder die Abkürzung BERT oder BERT in Englisch, ist ein Netzwerk von Google und diese Abkürzung BERT steht übrigens für Bidirectional Encodings of Representation Transformers. Tut mir leid, ich muss es nochmal nachgucken, ich habe es jetzt nicht auswendig für Sie gelernt. Letztendlich haben wir dann aber dieses Netz, das ist vortrainiert. Und wir können das Sprachverständnis, was in diesem Netz ist, relativ einfach benutzen, um es auf Neues anzuwenden. Das heißt, wir müssen nicht mehr vollständig von vorne anfangen jedes Mal, sondern benutzen dieses fertige Netz relativ einfach für neue Anwendungsfälle. Und hier kommen wir, glaube ich, zum wichtigsten Inhalt dieses Vortrags. Wir erleben gerade in NLP eine extreme Demokratisierung, weil wir mit offenen Daten arbeiten. Die Firma bzw. das Startup Hugging Face hat Folgendes gemacht. Es hat die ganzen Modelle von den großen Firmen, also Facebook, Google, Microsoft, AWS und so weiter, sammelt es ein. Da kann jeder beitragen. Es sammelt diese Sachen ein und stellt sie kostenfrei öffentlich zur Verfügung. Das heißt, jeder von Ihnen kann das Netz benutzen, was beispielsweise die Google-Suche treibt. Stellen Sie sich das mal vor. Und das auch gar nicht mit viel Aufwand. Nämlich, wenn ich mich frage, jetzt habe ich so viel davon erzählt, kann ich das anwenden? Die Antwort ist ja. Es sind tatsächlich nicht viele Zeilen Code. Ich lade dieses Modell runter und ich gebe ihm meinen Input. Das ist alles, was ich hier mache. In dem Fall habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Da geht es um die Sentiment-Analyse. Also wir wollen beispielsweise von dem Bewertungsportal Bewertungen uns anschauen und sagen, ist es jetzt eine positive Bewertung oder eine negative Bewertung. Hier in diesem Textfeld stehen jetzt verschiedene Bewertungen drin und die wollen wir jetzt hier bewerten. Und Sie sehen, wir laden tatsächlich dieses fertige Modell runter. Wir machen nichts mehr mit diesem Modell.
und bekommen dann aus diesem Modell Ergebnisse, die uns sagen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wenn Sie das jetzt gerade online mit ausgeführt haben, was diese Texte sind. Spielen Sie gerne damit auch einmal rum, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was das Netz kann und was das Netz entsprechend nicht kann. Ich möchte Ihnen noch ein weiteres Thema mitgeben, was ich sehr aktuell halte und was ich glaube, dass es auch insbesondere im Bildungsbereich großes Potenzial hat und sehr viel verändern wird, nämlich das Thema Zero-Shot-Learning. Anderer Gedanke ist, wir können etwas, ohne dafür wirklich zu lernen. Dazu müssen wir uns nochmal klassisch Machine Learning angucken. Bisher ist der Gedanke so gewesen, wenn wir zum Beispiel wieder jetzt gelandet sind von unserem Absprung und im Schwimmbad liegen und Zeitung lesen wollen und aber nur bestimmte Artikel lesen wollen, zum Beispiel wir sind so Verbrechen-Nerds und interessieren uns total für Verbrechen, wollen nur Verbrechen uns anschauen. Und wir wollen jetzt nur Artikel lesen, die mit Verbrechen klassifiziert sind. Bislang hatten wir folgenden Ansatz. Wir haben ganz viele Artikel genommen, haben geguckt, zu welcher Kategorie gehören die, zum Beispiel zu der Kategorie Verbrechen oder nicht, haben dann ein leeres neuronales Netz genommen und dieses mit diesen Artikeln so lange trainiert, bis es im zweiten Schritt einen neuen, bislang ungesehenen Artikel entsprechend klassifizieren, also einschätzen kann, zu welcher Klasse gehört es. Das ist aber veraltet. Wenn wir ein Sprachverständnis im Allgemeinen haben, dann müssen wir ein Netz nicht mehr unbedingt trainieren, sondern können ihm einfach eine Aufgabe in natürlicher Textform geben. Das schaut dann ungefähr so aus. Der erste Schritt entfällt komplett. Wir geben alle Zeitungsartikel, die wir klassifizieren, ein und die Labels, also die Klassen, die es gibt, in denen wir klassifizieren wollen, in dieses vortrainierte Netz und bekommen dann das richtige Label raus. Auch dafür habe ich Ihnen ein Beispiel online bereitgestellt. Das hat dann nicht mehr ganz hier auf die Folie gepasst, aber probieren Sie das gerne aus. Vielleicht auch in der nächsten Pause. Es kann ein paar Minuten dauern, bis das Modell tatsächlich heruntergeladen ist. Jetzt habe ich da auch viel erzählt. Jetzt gucken wir uns nochmal ein Beispiel an. Es funktioniert folgendermaßen. Wir geben dem Netz die möglichen Labels, also beispielsweise das Label Verbrechen, Nachhaltigkeit und Bildung und sagen ihm dann, es soll quasi den Text klassifizieren, also hier unten diesen Teil. In diesem Text geht es um eins von diesen Labels. Und das Ganze nennen wir den sogenannten Prompt. Beispiel dazu, da wo jetzt hier Text in geschweiften Klammern steht, fügen wir jetzt einfach mal einen Text ein. Zum Beispiel, letztes Jahr wurden 15% weniger Ladendiebstähle verübt. Wir geben aber diesen kompletten Block einfach in das neuronale Netz und gucken, was bei rauskommt. Das heißt, der obere Teil ist unser Input und das, was jetzt hier grün markiert ist, ist der Output, also das Ergebnis, auf das das Netz kommt. Es sagt uns also, in diesem Text geht es um Verbrechen. Das ist die richtige Klassifizierung. Und bevor wir hier den Sack zumachen, möchte ich noch was sagen zum Thema meine persönliche Meinung bzw. meinen Glauben. Ich glaube, wir werden uns in Deutschland, aber auch weltweit verändern zum Thema KI und AI. Wir werden wegkommen davon, sehr viele Netze zu trainieren, weil die fertigen Netze einfach unglaublich gut sind und von Google entwickelt sind und werden hinkommen dazu, dass wir vielmehr diese Prompts, also die Eingaben an das neuronale Netz selber schreiben müssen. Und das ist auch etwas, was Sie können daheim. Jeder von uns wird das können und können müssen für die Zukunft. Die Frage ist nicht mehr, was für ein neuronales Netz trainiere ich wie, sondern die Frage ist, wie präsentiere ich meinem neuronalen Netz, was beispielsweise von Google entwickelt wurde, entsprechend die Probleme. Jetzt sind wir hier auf einer Bildungskonferenz und ich möchte zum Abschluss noch sagen, wo ich denke, dass wir NLP in der Bildung in Zukunft sehen werden, beziehungsweise wo es aktuell sehr viel Input und Publikationen zu gibt. Auf der einen Seite, wir haben heute Vormittag schon gehört, KI und NLP kann unterstützen durch individuelles Feedback beispielsweise. Es wird auch dafür benutzt werden, E-Assessment, also automatisches Assessment zu treiben und zu automatisieren und damit auch Möglichkeiten schaffen, Kurse zu digitalisieren und zu skalieren beispielsweise. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich nehme an, dass Sie sehr viele Fragen haben und ich freue mich sehr darauf, diese Ihnen beantworten zu können. Vielen Dank. Lieber Simon, vielen herzlichen Dank. Die Fragen sind noch überschaubar, aber die Anzahl der Personen ist gleich geblieben. Also offensichtlich gebannt deinem Vortrag gelauscht. Bei mir rauscht es im Kopf, ja, weil ich habe dein Studium nicht gemacht. Ich versuche jetzt nochmal bei dem Prompt-Designer anzuknüpfen. Kannst du mir das nochmal übersetzen? Was heißt es dann? Du hast ja immerhin davon geredet, dass wir das alle können müssen.
Eingaben selbst zu schreiben? Ich mache es an einem anderen Beispiel. So konkret wie geht. So konkret wie geht. Wir alle haben Probleme im Leben. Das ist, glaube ich, uns klar. Und die wir lösen wollen. Ja. Es ist genauso ein Skill, eine Google-Eingabe zu bedienen, wie es später sein wird, ein neuronales Netz zu bedienen. Nämlich, ich suche nach etwas Expliziten und ich gebe ihm explizit eine Aufgabe. Die Aufgabe kann zum Beispiel sein, ich möchte aus Fließtext herausfinden, was sind jetzt die Flughafencodes davon. Oder ich sage ihm nur, du bist ein Chatbot, ohne jetzt einen Chatbot zu programmieren. Und das neuronale Netz kann in natürlicher Sprache darauf antworten. War das ein bisschen verständlicher? Ja, ich versuche es zu prozessieren in meinem Gehirn. Was sind die Herausforderungen, die damit sozusagen, die wir damit geschenkt kriegen? Welche Herausforderungen leiten sich davon ab, gegebenenfalls für Bildungsentwicklung, für Hochschulinstitutionen oder dergleichen? Wenn das die Zukunft ist, die du postulierst, mit so schönen Jobs wie Prompt Designer, was sind die Herausforderungen, die sich daraus ergeben? Also aus KI-Sicht haben wir erstmal ein ganz großes Problem der sogenannten Validierung. Also es ist sehr schwierig zu sagen, wie gut funktioniert das Netz auf verschiedene Eingaben. Zum Thema Bildung finde ich das sehr schwierig. Ich glaube, das geht dann eher Richtung die Themen Data Literacy. Also genauso wie ich gesagt habe, wenn man Google schon nicht bedienen kann, dann sollte man auch nicht anfangen, neuronale Netze zu bedienen wahrscheinlich. Ich denke, wir brauchen da einfach mehr Bildung auch zum Thema, was steckt dahinter und wie funktionieren die Systeme. Also ich finde, das hatten wir heute schon mehrfach. Genau, also ich denke, ich hoffe, dass mein Vortrag so ein bisschen einen Tritt in den Hintern von manchen Leuten gegeben hat. Ich kann da auch nochmal auf den KI Campus Kurs hinweisen. Da gibt es ja auch Natural Language Processing. Habe ihn persönlich jetzt nicht gemacht, leider, aber ich habe viel Gutes gehört. Du stehst schon in den Startlöchern, Joscha, ja? Eine Frage. Ja, bitte. Marie sagt, ich verstehe noch nicht, wie man mit den Codes auf der Webseite umgeht. Was mache ich wo? Ach so. Ein kleiner Hint für die Praktiker. Der Hint für die Praktiker ist, es empfiehlt sich, Python-Grundkenntnisse zu haben. Der Tipp wäre, oben auf der Webseite gibt es so zwei Buttons, Open in Colab und Open in MyBinder. Damit kommst du, damit kommen Sie, Marie, in eine interaktive virtuelle Umgebung, wo Sie den Code direkt ausführen können. Also Sie müssen keine Python-Installation haben, sondern Sie gehen einfach auf die Webseite und können dann dort den Code beispielsweise ausführen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen von Marie. Ich weiß es nicht. Und weil du mich anguckst, es gab da noch ein dickes Lob dafür, dass du das sozusagen diese komplizierte Sache einfach ausgedrückt hast als Future Skill. Das hat also gibt noch mal ein Dankeschön auf dem Sternchen. Ja, Sternchen. Fleißbienchen. Apropos noch eine Frage zu den Future Skills der KI. Was ich mich eben gefragt habe, wenn ich diese Tonnen von Texte da reingebe, ja? Ich gebe jetzt noch, also getrennt davon, die Labels ein, hast du gesagt, ja? Richtig? War doch so. Das wäre der klassische Ansatz gewesen. So macht man das aktuell noch oft, aber es verschiebt sich in dieses andere Feld. So. Und ist die Zukunft dann, dass du im Prinzip nur noch die Texte eingibst, sage ich jetzt mal, oder die Daten und die KI mir die Konfigurations-, also die interessantesten Labels ihrerseits auch ausspuckt, dass ich gar nicht mehr Verbrechen oder sowas, irgendwas da reinschicke, sondern eigentlich sage, liebe KI, was siehst du denn da drin, was die interessiert? Kannst du meine Frage verstehen? Nee. Ich verstehe die Frage so einigermaßen. Es geht dann eher quasi, also es geht dann eher in Richtung Clustering-Ansatz, also darum, wichtige Themen zusammenzuführen. Ich glaube, was wir nicht haben werden, ist diese persönliche Wichtigkeitsbeurteilung, also was ist für dich jetzt am relevantesten. Aber was ich schon glaube, ist, wenn du vorher schon ein paar Mal gesagt hast, mich interessieren Verbrechen, dass dann die KI automatisiert dir nur noch Verbrechen oder mehr Verbrechen hoffentlich, nicht nur Verbrechen, vorschlägt. In meinem Kopf rattert es. Ich versuche mir das jetzt gerade auf lauter Anwendungsbeispiele im persönlichen Leben vorzustellen. Also glaubst du, ich weiß noch genau, es war vor ungefähr 10 Jahren, da gab es so Panels und da sagte irgendjemand, vielleicht 10 oder 12 Jahre, das Smartphone wird unser künftiger Lebensbegleiter für alles. Da waren die Dinger noch so groß und wir dachten alle so, haha. So ist es ja inzwischen jetzt. Spring mal ganz kurz mental die berühmte Kristallkugel in die Zukunft. Die Rolle, die KI da spielen wird, wir wissen ja, die ist, haben wir heute schon auch die ganze Zeit gehört, überall ist die KI drin, wir wissen es nur häufig gar nicht, wo sie alles, ja? Wir fahren Auto, also überall. Ich habe einen Vorschlag. Ich glaube, wo es am anschaulichsten ist, ist das Thema digitaler persönlicher Assistent. Die Idee ist, statt einen Menschen damit zu beschäftigen, machen wir das mit KI. Das heißt, wenn du jetzt heute Abend ein Hotel brauchst oder nicht mal ein Hotel, sondern sagst, ich möchte heute Abend in Berlin etwas machen, dann kann die KI aus deiner Eingabe und deinen bisherigen Wünschen, sage ich mal, und dem Wissen über dich als Person, du magst zum Beispiel kein asiatisches Essen,
nehme ich jetzt mal an, oder magst asiatisches Essen vielleicht, kann daraus dann das passende Restaurant für dich buchen, kann danach sagen, es geht ins Kino, Theater, was auch immer, und hat auch schon das Hotel für dich gebucht. Das heißt, das Wissen, was es über dich hat, kombiniert es mit diesem natürlichen Sprachverständnis deiner Eingabe und kann letztendlich dein Leben gestalten. Ob das jetzt eine Utopie ist, die man positiv findet oder negativ. Aber es ist interessant, sind dann sofort wieder größere ethische Fragen touchiert. Das hatten wir auch im letzten Panel. Also die sich dann, Aber hier geht es, muss man konkret sagen, wirklich nur darum, wie gut sind wir darin, Sprachen zu verstehen. Ich höre gerade und ich sehe es an deinem Blick. Es geht weiter im Chat. Lieb gefragt, was können Sprachwissenschaftlerinnen zu NLP beitragen? Ehrliche Antwort, immer weniger. Wir brauchen das Sprachverständnis von euch Sprachwissenschaftlern nicht mehr. Wir abstrahieren das Wissen aus allen Sprachen, die wir haben, aber das Verständnis über Sprache ist absolut nicht mehr relevant. Also das ist wirklich ein Thema, hat sich in den letzten 30, 10, 5 Jahren so enorm geändert, dass wir alles Wissen über Sprache direkt über Bord werfen und einfach mit der echten Sprache lernen. Weil es ist genauso wie wir Menschen. Wir lernen wie Menschen, wie Sprache funktioniert. Ich würde dir total gerne widersprechen, ich kann es nicht, aber... geht dabei auch was verloren? Da muss man wahrscheinlich die Sprachwissenschaftler fragen. Das kann ich leider nicht beantworten. Als Computerlinguist muss ich ja kurz die Lanze brechen. Wiebke, wir sprechen uns hinterher. Ich würde es auch ein bisschen etwas noch differenzieren. Und die Frage, die sie dann im Anschluss fragte, sollte man nicht immer in interdisziplinären Teams arbeiten, damit das Thema eben nicht nur technisch vorangetrieben wird? Also es gibt, die Teams sind tendenziell immer mehr interdisziplinär, insbesondere bei den großen Forschungsuniversitäten und Organisationen. Es ist auch leider so ein Trend zu sehen, dass es eigentlich sich niemand mehr leisten kann, diese Modelle zu trainieren. So eine Hausnummer ist, so ein Modell zu trainieren, dauert ungefähr so 2-3 Monate und eine halbe Million US-Dollar. Da ist man dann als normale Universität auch erstmal raus. Und das sehe ich schon auch als eins der großen Probleme. Stille, betretene Stille. Dann guckst du noch weiter, denkst du nach? Dann hätte ich noch eine andere Frage. Mal kurz über Geld reden. Wo liegen denn, das ist jetzt vielleicht nicht dein Fachgebiet, aber wo sind denn die dicksten Mäuse begraben, wenn es um Geld machen geht, mit dem, was die Technologie der Zukunft in dem Bereich ist, den du beschreibst? Wo glaubst du, liegt das dickste Wachstumspotenzial? Wir haben heute Morgen über Startups, Ausgründungen und so weiter gesprochen. Wo ist da die Musik? Mehrere Ecken. Ich glaube, ein Punkt, den man nicht auf gar keinen Fall außer Augen lassen kann, ist das Thema Programmcode erzeugen. Weil Programmierer sind unglaublich teuer. Wir sind alle Informatik. Wir suchen sie alle. Wir sind ehrlich gesagt noch nicht an dem Punkt, dass wir sie vollständig ersetzen können, aber wir kommen dem immer näher. Das heißt, weil die KI die Programme selber schreibt. Weil entweder die KI sich selber schreibt, aber auch insbesondere wir ihnen einfach einen Auftrag geben können. Zum Beispiel, ich möchte eine Webseite, die das und das darstellt, und die KI baut dir die Webseite. Ich brauche keinen Webdesigner mehr. Die Rolle ist einfach weg. Und ich glaube, dass da ein enormes Potenzial insbesondere für Firmen ist. Wenn ich jetzt in den privaten Kontext gehe, glaube ich, ist es einfach dieses... Welches Wissen können wir wie schnell aus großen Textmengen extrahieren? Also wir alle als Knowledge Worker haben ja dieses Problem, dass wir zugeballert werden mit einer Flut an Informationen und eigentlich überhaupt nicht rausbekommen, was ist jetzt da wichtig. Und ich glaube, dass wir da ein enormes Potenzial haben, auch einfach Zeit zu sparen. Muss man sagen. Ich stelle mir gerade ein kritisches Panel vor mit so unterschiedlichen Stimmen, die diese Zukunftsszenarien aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Sehr spannend. Können wir nachher noch machen. Eine Frage geht nochmal so in die Richtung, kann ich als Prompt-Designer auch an diese, er schrieb jetzt hier der Jan, die Parameter für das Label verändern. In dem Beispiel mit der sinkenden Diebstahlrate handelt es sich ja nicht objektiv um das Label Verbrechen, sondern könnte ja auch das Label Ungleichheit sein. Also wie diese Interaktion, wie komme ich dazu, dem Modell, neue Labels, Differenzierungen beizubringen, aber das ist wahrscheinlich Teil des... Genau, also ich denke, dieses ganze Feld, wie designe ich Eingaben, also es geht ja letztendlich darum, wie übergebe ich mein, was ich menschlich mir denke, in der Form, wie es dieses neuronale Netz oder diese Transformer-Architektur eben möglichst gut verstehen kann. Und ich glaube, das geht genau in die Richtung, wir sind da auch noch gar nicht so weit. Also dieses Modell, was Sie jetzt, wenn Sie das daheim verwenden, ist ungefähr, ich glaube, 1,5 Monate alt, ist auch von einer Privatperson trainiert worden. Wir haben da einfach in den deutschen Universitäten gefühlt sehr wenig Entwicklungsarbeit. Das ist entweder in Startups oder witzigerweise in Büchereien. Also die Bayerische Universität hat eins der großen Modelle trainiert, wo ich auch sehr überrascht war.
Und wir machen den Open GAIA-X jetzt auch große, also die ganz großen Modelle werden natürlich jetzt auch, versucht man in Europa eben auch, die dann gegen die GPT-3s und noch größere ankämpfen. Das sind die richtig großen, die dann, was weiß ich, ja, zig Millionen Euro im Training kosten. Eine Frage war noch, wenn ich die gerade schon mal so schön rede, noch mal reinschmeißen darf. Welche Motivation hat denn Google, solche APIs oder vortrainierten Netze zur Verfügung zu stellen? Da müsste man wahrscheinlich Google fragen. Ich glaube, Google hat natürlich es weiterentwickelt. Man muss sagen, das Netz, was da jetzt hier für uns zur Verfügung steht, ist nicht mehr ganz das Netz, was Google hat. Aber ich glaube, dass Google tatsächlich schon auch ein Interesse daran hat, diese Technologie breiter zur Verfügung zu stellen, weil nur damit auch eine größere Entwicklung möglich ist. Und ich glaube, es ist auch einfach eine Frage der Demokratisierung. Also ich meine, es geht einfach darum, kann ich als Privatperson auch dieses Modell nutzen? Aber es ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was hast du da eine Meinung dazu? Ich würde mal sagen, wir haben natürlich im Moment einen Wettbewerb. Wer hat das Größte? Ja. Und es wird wahrscheinlich am Ende des Tages, wie bei Suchmaschinen, Videoplattformen, Online-Shopping, es wird einen geben, der das Größte hat. Ja? Und das will natürlich jeder sein. Und deshalb ist man natürlich jetzt schlau, wenn man da jetzt in diesem Wettkampf mitmacht als großer Konzern. Weil wenn man der Drittgrößte ist, wird man wahrscheinlich hinterher nicht mehr so. Mhm. Aber die Frage, warum man es öffentlich macht, kann ich ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Daten, Nutzer, Feedback, ist so alles gut. Ja, ich meine, es nutzt mir letztendlich für meine Entwicklung. Wenn ich merke, was geben die Leute da rein, was trendet gerade, also wie nutzen die es, das schneide ich ja alles mit. Ja, bei den Hugging Face Modellen ist das nicht der Fall. Also das ist tatsächlich einfach nur die Modellparameter letztendlich, also das Modell bekommt ihr zur Verfügung und da geht keine Daten irgendwie an Google. Das läuft lokal bei euch auf dem Rechner. Oder wir haben eine Frage aus dem Publikum. Wir haben noch genau noch 1,5 Minuten. Nein. Gerne. Ja. Ilka und gehört zur Sprachwissenschaft. Die letzte Mohikanerin. Genau, also ich grundsätzlich schließe ich das nicht aus, dass meinetwegen, was ich in 10, 15, 20 Jahren neuronale Netze wirklich Sprache ziemlich gut beherrschen werden. Zwei Fragen hätte ich an dich. Eine Frage, wie können die neuronalen Netze, die du ja dargestellt hast, wie können die mit Polysemie umgehen? Also Polysemie bedeutet, dass ein Wort mehrere Bedeutungen hat, wie zum Beispiel Strauß im Deutschen, der Vogelstrauß oder der Blumenstrauß, das wäre das eine, was ja für die Übersetzung nicht unrelevant ist. Und das Zweite ist, wie gehen wir mit sogenannten Konnotationen um? Also für jeden von uns hat ein bestimmtes Wort immer noch so einen bestimmten empathischen, emotionalen Klang, den wir damit assoziieren. Und wie kann das eine KI erfassen, was wirklich, würde ich sagen, ein sehr menschlicher Charakter und eine sehr menschliche Eigenschaft ist? Also die erste Frage ist sehr einfach zu beantworten, nämlich aus dem Kontext. Wenn wir das Wort Strauß hören, wissen wir, wenn ich jetzt sage, hey, ich gebe dir einen Strauß, dass es sehr wahrscheinlich nicht der Vogel ist, nehme ich an. Deswegen ist damit, die erste Frage einfach über den Kontext. Die benutzen genauso wie wir Kontext benutzen, auch Kontext. Die zweite Frage, der aktuelle Ansatz ist, wir machen das einfach demokratisch, crowdgesourced, also wir... Man kann es nicht anders sagen. Dadurch, dass wir alle Bücher gelesen haben, wenn man sich das vorstellt, machen wir so ein Mittelding. Also wir mitteln wahrscheinlich alles, was aufgeschrieben ist an Texten. Ob das jetzt eine befriedigende Antwort ist, kann ich nicht sagen, aber das ist der aktuelle Ansatz. Oder dein anderes Beispiel mit ich liebe dich, weil du schön bist oder ich mag dich, I like you. Also das sind ja schon deutliche Unterschiede in der Bedeutung zwischen lieben und mögen. Und das eine ist ja eine Begründung. Man kann ja auch genauso gut sagen, ich liebe dich, weil du hässlich bist. Das zwar kommt vielleicht nicht so gut an, aber kann man ja genauso gut sagen. Und also ich weiß nicht, ob es klar geworden ist, aber das zweite Beispiel hatte erstmal nichts mit diesen, also auch das wird genauso übersetzt, würde jetzt genauso übersetzt werden, nicht jetzt, da steht da nicht nur I like you, sondern da steht hier I like you because you're beautiful oder I hate you. Ja. Genau. Also ich glaube, was man sich halt in Erinnerung halten muss, und da ist auch das Forschungsthema schlechthin, ist aktuell, wenn man ethisch sich Themen anschaut, einfach das Thema Bias. Also was für Biasse, also welche, wie sagt man auf Deutsch, welche Vorurteile? Welche Vorurteile haben wir einfach in unseren Daten? Welche Vorurteile haben wir in der Wikipedia und Bücher? Und genau das Thema wird nicht kleiner durch das, was du beschreibst. Das Thema wird viel größer. Sondern Genau. Interessant. Also, wie gesagt, wie eingangs gesagt, auch das kein ganz kleines Thema, wird unsere Welt weiter verändern. Vielen herzlichen Dank, lieber Simon, lieber Aljoscha, vielen herzlichen Dank für Ihren konstruktiven Chat. Wir machen, wie inzwischen eingeübt, zahlreich an diesem Tag, wir machen 5 Minuten Pause und wir starten danach mit dem Thema KI-ExpertInnen versus FachexpertInnen mit KI-Wissen. Welche KI-Kompetenzen brauchen wir eigentlich? Also, auch da schrauben wir tiefer rein, noch tiefer. Vielen Dank, bis gleich. Thank you.